Ashley Holbrook in der Ausführung Matte Black Prism Ruby. Zeige ich euch in diesem Video. Also ihr seht die Brille hier schon liegen. Oakley Holbrook ist einer der bekanntesten und beliebtesten Brillen von Oakley. Das ist der Karton dazu. Der sieht ein bisschen ramponiert aus. Ihr seht ja schon, wo es her ist. Hat auch kein Täschchen drin gehabt, nix. Also ist einfach so da drin geschickt worden. Finde ich ein bisschen, ja, hatte ich so auch noch nicht. Aber gut. Also, Informationen brauchen wir. Die habe ich mir bei Edel Optics besorgt. Wie immer, ich verlinke Edeloptics unten. Es handelt sich um genau dieses Modell. So, Matte Black Prism Ruby mit der Nummer OO9102 und dann die E2 ist die Ausführung hinten. Und so sieht die Brille aus. Ja, ich finde die Oakley Holbrook ist eine sehr schöne Brille. Für mich eher für die Freizeit geeignet, weil um Sport zu treiben fehlen mir hier die Gummipads. Von den Gläsern her, wie immer, sehr schön kontrastverstärkend. Das macht Oakley wirklich gut. Da bin ich großer Fan. Man sieht es ganz leicht hier in der Kamera, dass die Gläser grünlich eingefärbt sind. Hier steht auch dieses Prism-Logo. Da sieht man es. Da sieht man es. Okay. Und ja, von meiner Seite her gibt es nichts Negatives, nichts Positives großartig zu den. Also nichts Positives. Also ich will sie mal so sagen. Es gibt da nichts zu meckern. Die Holbrook ist eine sehr solide Brille. Deswegen ist er auch so beliebt. Gibt es in sich Ausführungen, Holbrook XS, XL, Metal, Mix, keine Ahnung. Also es gibt zig Modelle. Ich werde sie dann mal noch mit meiner XL vergleichen, die mir von der Größe her einfach besser passt. Apropos Größe, zeige ich euch mal noch diese Spannweite hier. Die Brille wird ja als Brillengröße M geführt, finde ich jetzt nicht ganz, also das ist eher eine L. Eine Holbrook, eine originale wie diese hier, hat schon eine Weite von 143 mm. Das wäre also hier nach hier. Eine vergleichbare Größe wäre eine Maui Jim Pukeroy Arc. Die findet ihr auch bei mir im Kanal, habe ich ein Video zu, und die hat ebenfalls eine Spannweite von 142, 143 mm und wird aber als L-Brille geführt. Also richtet euch da nicht so nach, was da steht. Es gibt einige Kanäle, beziehungsweise eigentlich gibt es nicht so viele Kanäle, aber es gibt einen, der macht das regelmäßig. Das ist der Sport RX. Der zeigt das ab und zu diese Weite hier. Und wenn ihr große Brillen braucht, wollt, sucht und wie auch immer, ist das auf jeden Fall das ausschlaggebende Maß. Und wenn ihr eine große Brille braucht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die XL. Da ist die normale für euch zu klein. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Oakley typisch, hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Es ist eine Holbrook, die ist bekannt, die ist toll, die ist super.
Schaut nach, ich mache noch andere Videos mit der Holbrook und lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, ihr kennt die Spielchen. Ciao, ciao.